Margot Honecker ist tot. Sie starb im Alter von 89 Jahren in Chile. Die Witwe des früheren DDR-Staats- und SED-Parteichefs Erich Honecker soll Medienberichten zufolge an Krebs gelitten haben. Die ehemalige DDR-Volksbildungsministerin lebte in ihrem selbstgewählten Exil in Santiago de Chile. Das Ehepaar Honecker war nach der Wende nach Chile ausgereist. Erich Honecker starb dort 1994. Margot Honecker hatte nie Zweifel am System der DDR und fühlte sich verraten. Bei vielen Gesprächen in Chile rühmte Honecker bis zuletzt die DDR.